Ja, hallo Freunde der NRW bei 18 hier. Es geht weiter bei Starfleet Academy. Im Moment kriege ich den Hals nicht voll. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich sollte eigentlich lieber im Bett oder in einer heißen Wanne liegen, weil es mir im Moment nicht so wirklich gut geht. Aber was soll ich machen? Ich liege im Bett, gucke mir den Rechner an, sehe die ganzen User, die auf meine Videos warten und vor allem, was viel wichtiger ist, ich möchte selber wissen, wie es jetzt hier weitergeht. Denn es funktioniert endlich. Ich hatte ja vor zwei Teilen das Problem, dass die Mission mir da immer abgestürzt ist. Das Problem konnte ich lösen, es geht jetzt endlich weiter und ich glaube, die Mission, die jetzt kommt, das ist, glaube ich, schon die letzte oder die vorletzte, aber ich meine, es ist die letzte Mission. Aber nun gut, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Also, Forrester, McGeer kaufte die Geschichte ab, aber ich nicht. Was bringt dich denn wirklich zu Vanguard? Captain Kirk hat mich überzeugt. Er hat herausgefunden, dass die Klingonen hinter den Angriffen auf Bysir stecken. Aber der Föderationsrat droht ihm, das Kommando abzunehmen, wenn er die Sache publik macht. Und das mysteriöse Fremdwesenschiff? Sirk und ich haben ein paar Beweise fabriziert. Du hast aber Faith Gate verraten. Das war eine persönliche Sache. Sie hätte fast einen meiner Crew umgebracht. Ich empfange eine Erinnerung von vor 8 Jahren. Sein Onkel, ein Lieutenant Alan Forrester, wurde von einem klingonischen Bird of Prey getötet. Die Kolonie wurde später den Klingonen zugesprochen, genau wie bei Sia. Sein Glaube an unsere Sache ist stark. Er weiß es gut zu verbergen. Ich kann das Spiel der Raumflotte besser spielen als du. Was machen wir jetzt? Wir? Wir machen gar nichts. Der Dezentralisierungstag beginnt in knapp einer Stunde. Dezentralisierungstag? McGeer! Es ist das Ende der Föderation, wie wir sie kennen. Wie? Das erfährst du früh genug. Aber wenn alles vorbei ist, erheben wir Kirk zum idealen Führer der neuen Föderation. Was? Was ist denn jetzt hier mit Kirk? Das ist Wahnsinn, ihr müsst gestoppt werden. Warum warten? Kirk glaubt stark an eure Sache. Vielleicht tritt er sofort bei. Warum warten? Kirk glaubt stark an eure Sache. Vielleicht tritt er sofort bei. Ist das ein Ernst? Kennst du ihn so gut? Wie lange brauchst du? Ich kann Kirk in ein paar Stunden hier haben. Du hast eine Stunde. Das ist das Äußerste. Ich rate dir zu liefern, was du versprichst. Ganz bestimmt. Halte den Countdown an. Warum? Wir wollen Kirk auf dem Weg hierher doch nicht einäschern, oder? Dann los. Nimm das, um Kirk deine Nachricht zu geben. McGeer? Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt richtig mitgespielt in dem Spiel hier. Von dem... Die Stunde ist bald um. Wo ist Kirk? Keine Sorge, er kommt. Er hatte schon genug Zeit. Ich sag dir, er kommt. Ich habe lange genug gewartet. Her damit. Ich starte wieder den Countdown. Ah. Ich höre, einige hier wollen es mit den Klingonen aufnehmen. Nun? Es ist eine Ehre, Sir. Zur Sache, was ist Ihr Plan? Wir haben Bomben in die Büros wichtiger Föderationsoffiziere gelegt. Wenn die hochgegangen sind, sind wir bereit, schnell einzugreifen und sofort Ordnung wiederherzustellen. Sir, Sie werden der neuen Föderation vorstehen. Sie haben die Bomben hoffentlich gut geplant. Die haben beste Sicherheitsvorkehrungen. Zeigen Sie mal den Layout. Brandbomben in öffentlichen Bereichen, in der Nähe der Raumflottensicherheit, der planetaren Verteidigung und des Föderationsrats. Detonation in unter einer Stunde. Sehr gründlich, Mr. Mallard. Danke, Captain. Ihr wollt wissen, wofür wir kämpfen? Die Zukunft! Der Einsatz ist hoch. In der Galaxie wimmelt es von Klingonen. Und niemand hat den Mut, sie aufzuhalten. Mehr und mehr unalliierte Welten werden von den Klingonen brutalisiert. Ich sage, genug! Ihr seid das neue Blut, das sich den interstellaren Barbaren widersetzt. Ich beschloss, den Countdown zu stoppen. Ich beschloss, durch Ausbrennen
der Timer, die Bombe zu entschärfen. Ach, Herr Jemine. Naja, den Countdown zu stoppen bringt jetzt nicht wirklich was, weil dann sind die Bomben ja immer noch da. Ich würde jetzt eher auf Entschärfen tippen. Wird. Seit dem Organianischen Friedensvertrag ist die Föderation ein Wolf ohne Zähne. Feindliche Fremdenschiffe schnappen wir Hunden unseren Fersen. Und was tun wir? Nichts. Jeder Tag des Friedens bringt uns dem Ende der Föderation näher. Forrester verrät uns. Du Verräter, er versucht alle Timer zu zerstören. Magier! Den Taser, schnell! Nein! Leg sie langsam hin. Langsam. Stell dich an die Wand! Die Fremde stirbt zuerst. Stopp! Oh nein, sind Sie jetzt auch noch ein Verräter? Forrest hat Sie belogen. Aber zuerst hat er mich verraten. Wenn Sie mich als Führer wollen, steht mir seine Bestrafung zu. Nicht Ihnen. Ja. Ja, Captain. Eiser. Er steht nicht auf Töten. Nicht? Nein. Er steht auf Weitwinkelbetäubung. Ja. Kirk an Sicherheit. Bitte beamen Sie Sicherheitsdetails an diesen Standort. Gute Arbeit, die Entschärfung der Bomben, Mr. Forster. Danke, Sir. Also ich könnte jetzt einen Drink gebrauchen. Und Sie? Haben Sie schon mal einen saurianischen Weinbrand probiert? Es ist kaum zu glauben, aber bei all dem muss ich mich immer noch auf meinen Abschluss an der Flottenakademie vorbereiten. Ach, ich habe ja schon gedacht, die rennen da vors Tor. Ah, wir haben die, Sabotage, kann man jetzt ja fast sagen, endlich, ja, zur Fall gebracht. Was haben wir jetzt hier? Ich muss mein Pensum für diese Woche noch auf Stürk und ich müssen unsere Simulation noch fertig bekommen. Ja, der redet immer von... Tja, was, Das Pensum für die Woche. Naja, das passt schon. Ich muss Sturek mehr bei seinem Projekt helfen. Das ist schlecht. Selbst der Universell-Übersetzer kommt nicht weiter. Interessant. Die McClanty-Matrix reagiert nur, wenn wir ihre kybernetischen Muster imitieren. Es sieht ganz so aus, als ob die McClanty zwar ein Bewusstsein haben, aber keine richtige Sprache. Es könnte eine rein autonome Funktion sein. Kein richtiges Bewusstsein. Vielleicht sind sie nur kosmische Papageien. Papageien bauen keine Raumschiffe. Wir müssen weitermachen. Liebe Eltern, ich bin wirklich immer noch an der Akademie. Es gab Zeiten, da sah es so aus, als hätte ich alles falsch gemacht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, vielleicht doch die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Apropos Entscheidung. Ich weiß, ihr werdet es nicht gerne hören, aber ich habe der Simulation viel mehr Zeit geschenkt als meinen Studien. Ich werde also vielleicht nicht Klassenbester werden. Aber Sturek und ich waren einer Antwort zu nah, als dass ich hätte aufgeben können. Hoffentlich habt ihr Verständnis dafür. Empfindungsfähige Kreaturen sind neurologisch zur Benutzung von Sprache gepolt. Aber die McClanty scheinen keine Sprache im herkömmlichen Sinne zu besitzen. Aber wir erhalten eine deutliche Reaktion, wenn wir ihre Handlung imitieren. Wahr, aber irrelevant. Aber Sie haben gesagt, es gäbe alte und neue Bahnen. Da müssten doch auch Veränderungen stattfinden. Oder vielleicht versuchen wir das mal. Faszinierend. Mein Gott, wir haben es. Wir haben es geschafft, Sturek. Wem galt der Schulterklopfer gerade? Da stand keiner. Herein!
Nun, meine Herren, erklären Sie Ihre Ergebnisse. Wir kamen zum Schluss, dass die Meklanti nicht im herkömmlichen Sinne empfindungsfähig sind und keine gesprochene Sprache verstehen. Wir haben jetzt jedoch herausgefunden, dass sie lernen können. Wir können die Meklanti nicht dazu bringen, menschlich zu denken. Also müssen wir ihren Gedankengängen folgen. Wenn ein Föderationsschiff die Bewegungen eines Meklanti-Schiffs genauestens imitierte, könnte es eine Verbindung zu ihm herstellen. Ha, interessante Idee. Aber es scheint mir unmöglich, dass eine Crew eine solche radikale Theorie ausprobieren würde. Seien Sie also nicht zu enttäuscht, wenn sie nie praktisch erprobt wird. Sie verdienen dennoch eine Art von Belobigung für eine solche einmalige Gradierungsthese. Wegtreten, Kadetten. Danke, Sir. Und damit schließt sich die Tür hinter der Arbeit eines Jahres. Naja, Zeit für die letzte Mission vor unserer Graduierung. Es ist die letzte Mission. Ahaha. Ja, ich denke mal, dass sich das jetzt so rausgekristallisiert hätte, dass wenn wir mehr in unsere Studien gegangen wären, dass, wie soll ich jetzt sagen, wir wahrscheinlich dann Klassenbester gewesen wären und jetzt gerade das, was wir jetzt hier bei Admiral Rothrow hatten, nicht hatten. Und vor allen Dingen glaube ich nicht, dass wir mit so einem breitem Wissen jetzt in die letzte Mission starten würden. Aber nun gut. Ich denke, wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Moment, lasst mich überlegen. Ne, wir machen keine Pause, wir machen direkt weiter. Guten Morgen, Kadetten. Wir stehen einer Krise gegenüber. Eine Klingonenflotte hat die Föderationsgrenze überschritten, bestehend aus wenigstens einem Kreuzer und drei Birds of Prey. Es besteht offene Vertragsverletzung, da sie drei föderative Frachter zerstört haben, den letzten bei New Danube 4. In diesem Sektor befinden sich auch zwei Kolonien der Föderation, Omega Altair und Proxman. Die Klingonen streiten Flottenaktion ab und verwerfen die Berichte als Propaganda. Die Raumflotte glaubt, es könne sich um Vorläufer einer größeren Invasion handeln. Die USS Alexandria und Rutherford, zwei Schiffe der Miranda-Klasse, werden bei New Danube 4 zu ihnen stoßen, um eine Überwachungs- und Aufklärungsmission zu beginnen. Sie werden diese Einheiten anführen. Seien Sie clever. Ach, Herr Jemine. Da bin ich immer gespannt. Hoffentlich nicht wieder Miranda-Schiffe. Die kann ich echt nicht gebrauchen. Die sind ruckzuck zerstört. Ein paar Constitution. Captain's Logbuch. Sternzeit 4990,5. Eine klingonische Flotte überschritt die neutrale Zone und griff den Raumverkehr der Föderation an. Die Raumflotte befürchtet, dass sie so dreist ist, eine Kolonie anzugreifen, und setzte die Paris an die Spitze einer Sondereinheit, um das Eindringen in den Raum der Föderation abzuwehren. Kurs eingegeben, Captain. So, Freunde, da sind wir und es macht wieder so viel Spaß, mit der Excelsior-Klasse hier zu arbeiten. Wir warpen los. Ich hoffe mal, die zwei anderen Schiffe, die wir jetzt kriegen sollen, sind keine Schiffe wieder der Miranda-Klasse. Eintritt ins New Danube-System. Ich empfange Nachrichten von der USS Rutherford und der USS Alexandria. Und nein! Hier Captain Zora von der USS Rutherford. Wir warten auf Ihr Kommando. Es sind Schiffe der Miranda-Klasse. Okay, wir Captain, scannen das hier. Ich empfange ein Notrufsignal vom telaritischen Frachter Kasdan im Chancellor-System. Er wird von einem klingonischen Bird of Prey angegriffen. Kurs eingegeben, Captain. Kein Lebenszeichen, Captain. Der Schild wurde zweimal durchbrochen. Der Frachter wurde durch Maschinenbruch zerstört. Er entstand, als ein Photonentorpedo die rechte Warp-Gondel traf. Der Schildbruch ist bedeutsam, Captain. Beide Höhenbrüche sind nur 2 Meter auseinander. Der zweite Schuss ging vermutlich durch 3 Decks und öffnete den Maschinenkern für das Photonentorpedo. Captain, klingonische Schützen sind gewöhnlich nicht so genau. Ich habe den Computereintragscontainer des Frachters gefunden. Wir sollten ihn greifen und dekodieren. Aha. Wir haben das Computerlogbuch des Frachters. Sende Daten zu Mr. Sturecks Station. Interessant. So unwahrscheinlich es klingt, das klingonische Schiff, das den Frachter angriff, hatte keine Lebewesen an Bord. Und nur ein schwerer Kreuzer und ein einzelner Bird of Prey nahmen am Angriff teil. Da fehlen 2 Birds of Prey. Keine großen Vorkommnisse, Captain. Nein, hier bleiben. Schön hier bleiben. Okay, den. Okay, ja, Captain, dann fliegen wir mal. Die Omega Altair 4-Kolonie meldet einen Überfall. Ja. Ich lasse die anderen Schiffe absichtlich jetzt mal hier. Eintritt ins Chancellor-System. Denn die sind nicht gerade. Okay.
Moment, was wollte der? Hallo, Captain. Ich bin Coulter, der Captain der Kasten. Wir sind dankbar für Ihre Hilfe. Diese klingonischen Barbaren kennen keinen Respekt für gesetzestreuen Handelsverkehr. Ich helfe gern. Aha. Vielen Dank, Captain. Uns ist bei dem Schiff etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Dem Bird of Prey wurde aus dem Delta-Lyra-System eine seltsame Subraumübertragung geschickt. Sie können sie wahrscheinlich mit Ihren Sensoren nachverfolgen. Wenn Sie uns jetzt bitte entschuldigen, Captain, wir haben viele Reparaturen vorzunehmen und es ist mir daran gelegen, dieses System so schnell wie möglich zu verlassen. Aha, okay, na, dann mach's mal gut. Okay, der nächste, bitte. Untere Schilde reparieren. Geht ja schon wieder zu wie am Fließband hier. So, was haben wir hier? Omega Altair. Ein Großteil der Kommunikation der Kolonie wurde zerstört. Ich höre etwas weiter. Scheiße. Sowas sagt man nicht. Kacke. Oh. Naja, ist auch eine Möglichkeit. Ich will die Schiffe gar nicht immer rammen. Naja, so kann man es auch machen. Auf zum nächsten. Was haben wir hier? Na, auch wieder einen. Proxman. Ich empfange Kurzwellensendungen, aber niemand hat Zugang zur Subraumkommunikation. Da herrscht Panik auf dem Planeten, Captain. Naja. Captain, ein klingonischer Bird of Prey hat sich nahe Proxman 3 enttarnt und kommt auf uns. Kacke! Mann! Das ist scheiße, mit Tastatur zu spielen, Freunde. Oh, das waren meine hinteren. Aua, das tut weh. Ach nee, kacke. Oh, ist das geil. Moment. Photon. Ja, ja. Ah, da ist er wieder. So, oh. Okay, dann machen wir das mal. Nein, 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 nein. Oh, Freunde, das Krisseln gerade, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Normalerweise schmiert dann das Spiel immer ab. Bitte drückt die Daumen. Okay. Online. Oh, Gott sei Dank. Es hat geklappt, Freunde. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Hoffen wir, dass es so bleibt. Weiter geht's. So, was haben wir hier? Jetzt Eintritt in Delta Lyra. Hier kommt die Kommunikation her. Da ist eine Schwerkraftverzerrung im Signal. Das Signal geht nahe an Delta Lyra 3 vorbei. Okay, was sagt mir das? Wo ist das denn? Delta Lyra. Was? Wow. Ah, oh, ist das geil. Ja, 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 ja. Was? Was? Captain. Die Raumflotte meldet, dass alle Schiffe der klingonischen Flotte explodiert sind. Die Gefahr für diesen Sektor ist vorüber. Missionsziel erfüllt. Kurs eingegeben, Captain. Ist ja geil. Die Gefahr ist vorüber. Wie ich das gesagt hat. Ist ja geil. Die anderen Schiffe sind einfach explodiert. Okay. Na? Was haben wir denn jetzt hier? Oh. Hier, Captain Brentford von der USS Alexandria. Wir stehen zur Verfügung, Captain. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade meinte. Alexandria, kehren Sie zur Kampf... Alexandria, kehren Sie zur Kampfgruppe zurück. Fliegen Sie zum Chancellor-System, Alexandria. Alexandria, Kurs auf Omega Altair. Fliegen Sie nach Proxman, Alexandria.
Ist schon gut, Alexandria. Aye, aye, Sir. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas an meinen Punkten ändert, dass ich nicht in der Lage war, sie auch zu kommandieren, aber ich mache lieber alles selber. Bevor ich nachher ein Schiff der Miranda-Klasse da verliere unter meinem Kommando, mache ich das lieber selber. Da ist sie. Die ist dahinter. Ja gut, Freunde. Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir rufen die Raumflotte. Ruffrequenz offen. Mission erfüllt, Raumflotte. Sie haben erfolgreich alle Kolonien verteidigt und sogar den M5-Computer besiegt. Glückwunsch. Sie haben Gutes geleistet. Eine beinahe fehlerlose Mission. Ich kann Sie nur loben. Aber ich habe noch nie gut loben können. Also gut, ich meine, das war jetzt ein normaler Standardsatz von ihm, aber wieso sagte er eine fast fehlerlose? Vielleicht hätte ich doch mal die anderen mitkommandieren müssen. Naja, egal. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war, soweit ich jetzt weiß, die letzte Mission. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Das alles erfahren wir aber erst im nächsten Teil, denn der hier ist vorüber. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin also, NRW bei 18, adieu.